Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht unbeschwert am Herd. Heute machen wir was ganz Einfaches. Heute machen wir gebackenes Gemüse aus dem Backofen. Wir haben jetzt hier hergerichtet Blumenkohl, Sellerie, ein Champignon und einen Kohlrabi. Also ihr könnt jetzt natürlich auch Zucchini nehmen, Karotte, egal, Brokkoli, ganz egal. So, und da haben wir jetzt hier unsere Panierstraße, Mehl, Ei, Semmelbrösel. Das Gewürz hält mir natürlich an dem Gemüse nicht so gut. Darum gehe ich jetzt hierher und würze hier das Mehl. Ihr könnt aber auch natürlich die Semmelbrösel oder das Ei würzen. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Dann ganz normal schaue, dass das Mehl gut haftet. Wenn das Mehl nicht gut haftet, dann haftet auch das Ei besonders gut. So, da haben wir jetzt die braunen Champignons. Die Sellerie, Knolle. So. Kohlrabi. Also Kohlrabi kommt ganz gut. Und dann ganz normal panieren. Mehl, Ei, Semmelbrösel. Ihr könnt auch Cornflakes nehmen. Ihr könnt Panko mit dazu nehmen. Panko wäre jetzt das Ganze viel gröber. Also alles, was so, ich habe hier jetzt Semmelbrösel und weißer und schwarzer Sesam. Nur mit dazu gemacht, gibt halt einfach ein bisschen einen schönen orientalischen Touch. Schmeckt halt gleich mal ein bisschen anders. So, und dann machen wir das einfach da drauf, dass das schön paniert ist. So. Und wirklich schaue, dass das ringsrum die Panade hält. So, dann machen wir das hier mal schnell weg. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. So. Also, wenn, dann macht man da natürlich gleich ein bisschen mehr. Und jetzt brauchen wir natürlich eins. Wir brauchen natürlich ein bisschen eine Fettschicht. Das heißt, ob ich jetzt das Fett oder Öl in die Pfanne mache oder jetzt hier um das Gemüse drumherum, das spielt jetzt gar keine zu große Rolle. Ihr könnt jetzt eine extra Schüssel nehmen und das eintunken. Ihr könnt es so oben drüber machen. Ich mache es folgendermaßen. Ich mache hier jetzt in einer Ecke immer ein bisschen Öl. Das ist hier dann schon auch schön vertieft. Und dann fahre ich hier so drüber. Ich will nicht, dass das trieft oder sonst wo. Ich will nur, dass da ein ganz kleiner, feiner Ölfilm drumherum ist. Seht ihr? Und dann tupfe ich das hier auf dem anderen schon wieder ab. Ja, das braucht auch nicht überall drumherum sein. Das ist gar nicht ganz so wichtig. Also wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch eintunken. Aber das ist gar nicht so super wichtig, sondern einfach, dass wir hier einen schönen Ölfilm drumherum hat. So, machen wir hier noch gleich ein bisschen. Das könnt ihr mal oben drüber schon ein bisschen machen. Gute Öle ist übrigens natürlich was ganz was Wichtiges. Also da braucht ihr nicht unbedingt sparen. Das ist immer, wenn die Leute sagen, oh, was macht denn der Öl rein? Ja, gute Öle sind wirklich sehr, sehr wichtig bei uns in der Ernährung. Wir haben hier jetzt ja nicht Schweineschmalz oder sonst was hier, sondern einfach gute Öle. Wir haben hier jetzt in dem Fall ein regionales Rapsöl. Olivenöl würde ich jetzt nicht empfehlen, weil wir natürlich hier mit sehr, sehr, sehr hohen Temperaturen reinfahren. Also wir heizen den Ofen auf, oder haben wir schon, aufgeheizt auf 200 Grad. Wenn ihr habt, könnt ihr da noch Stufe 1 gering Dampf noch mit dazugeben, 20% so um den Dreh, wenn ihr habt. So, das schön nebeneinander legen. Sehen, und jetzt ist da nur so ein leichter Ölfilm drumherum. So, jetzt schieben wir es in den Ofen ein.
So. Halt. Kleiner Moment. Bitte die Schräge nach vorn, dann kann das besser zirkulieren. Wir haben aber gerade mal geschaut. Alles gut. Und zu und fertig. So, und jetzt machen wir in der Zeit noch schnell den Dip. Dafür nehme ich jetzt ein bisschen Quark. Den habe ich hier schon ein bisschen liegen lassen. Dann tropfelt der ein bisschen ab. Also das können wir jetzt mit oder ohne das Wasser nehmen, wie ihr wollt. Das kann man natürlich auch ausdrücken. Bei vielen Sachen empfiehlt sich das. Üben braucht es hier jetzt nicht unbedingt, weil ich will den Dip jetzt nicht zu fest haben. Darum mache ich das mit rein. Dann habe ich hier einen Schmand oder Creme Fraiche und hier noch ein bisschen Joghurt. Das ist jetzt ein griechischer Joghurt. Ich mische das eigentlich immer. Joghurt, Schmand und Quark. Warum? Weiß ich eigentlich auch nicht. Das habe ich schon immer gemacht. Und das finde ich einfach die beste Kombi. Früher habe ich immer noch ein bisschen Mayonnaise reingemacht. Da verzichte ich heute inzwischen drauf. Weil so haben wir einfach eine schöne, frische Zusammenstellung. Und jetzt machen wir hier nur ein bisschen Hasis Gold mit dazu. Frischer Schnittlauch, ganz wichtig. Also Kräuter könnt ihr ja im Prinzip alles nehmen, was da ist. Ich habe hier einen frischen Petersil. Könnt ihr jetzt auch noch Dill, Rosmarin oder schieß mich tot. Gleich ein bisschen Chili. Kommt immer gut. Vor allem sieht es auch schön aus, wenn man so rote Röllchen drin hat. Bums, die Bums. Und dann machen wir schön Salz, schön Pfeffer. Was ich auch inzwischen unheimlich liebe, ist ein bisschen Zitronenöl. Oder Zitronenabriebe, die spielt jetzt im Prinzip keine Rolle. Oder Limettenabrieb. Und dann habe ich noch ein bisschen Kräutersalz. Das ist Nummer 1 und 4. Da ist ganz viel Dill mit drin. So. Wunderbar. Und das ist ganz einfach. Ihr könnt es jetzt da als Beispiel. Dann habt ihr noch Salatsauce mit dazu nehmen. Einfach schöne Vinaigrette, wenn ihr das gerade zur Hand habt. Einfach so mit reinmachen, wenn euch das dann zu fest wäre. Aber so haben wir jetzt eine wunderbare cremige Konsistenz. Wenn man das zu dünn hättet, wäre auch nichts und zu dick ist auch wieder nichts. Bitte hinterher nochmal probieren, weil das Salz löst sich dann auch schön da drinnen auf. Dann kann das schon mal sein, dass das hinterher dann noch ein bisschen salziger ist, wie am Anfang. So, und das war es eigentlich schon mit unserem Dip. Unser Gemüse ist auch fertig. Wir haben jetzt aber nochmal nachgeschaut mit der Uhr. Also wir liegen jetzt hier schon bei 30 Minuten ungefähr, was wir jetzt gehabt haben. Und jetzt schaut euch das mal an. Das nenne ich mal super. Ein Handtüchle, ein zweites. Schaut euch das an. Herrlich, oder? Ein wunderbares Gemüse. Ich gebe das dann meistens zum Salat dazu. Oder auf nur mit einem Dip. Eigentlich viel mehr braucht man da eigentlich so gesehen überhaupt nicht. So, ihr seht, total knusprig. Ja, Blumenkohl. Wo haben wir den Kohl? Da. Seht ihr? Sellerie und die Kohlrabi. Da. Total knusprig. Also eine ganz tolle Sache. So, dann machen wir da einfach nur den Dip in die Mitte. So. Der ist jetzt richtig kross. Da. Seht ihr das? Also das ist sensationell gut. Und kein Gespritz, kein nix, du kannst weglaufen. Alles wunderbar. So, jetzt dann mit dem noch ein bisschen Dip zum Dippen. So. Dann
wäre es das gewesen. Ja, gebackenes Gemüse aus dem Backofen mit einem schönen Kräutertipp. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt ihr uns weiter. Wenn nicht, dann behaltet ihr es für euch. Euer Hasi.